So, herzlich willkommen beim Video über den Einbau einer neuen SSD in mein MacBook Air aus dem Jahre 2012. Das ist bisher jedenfalls das letzte MacBook Air, in dem man eine neue SSD einbauen kann. Ich habe mich für das JetFlash Drive 520 entschieden. Das kommt mit dem kompletten Zubehör, was man braucht. Also man muss kein extra Werkzeug sich beschaffen. Und natürlich muss man zunächst das MacBook runterfahren und dann die eingebaute SSD auf die neue kopieren, eine 1:1 Kopie machen. Das macht man, indem man das im Wiederherstellungsmodus startet und dann kann man die gesamte SSD kopieren. Dazu wird die neue SSD zunächst in das ebenfalls mitgelieferte externe Gehäuse eingebaut. Dann wird mit dem Festplattendienstprogramm die Kopie gemacht auf das externe Gehäuse. So, wenn man das gemacht hat, das dauert so circa je nach Belegung, also ich hatte so 250 GB, das dauerte dann so ungefähr 20, 22 Minuten, dann war das kopiert. Und wenn man das gemacht hat, muss man die SSDs tauschen, also sprich die im MacBook eingebaute in das externe Gehäuse und die im externen Gehäuse in das MacBook einbauen. Das ist sozusagen der Tausch und im Grunde ist das schon der ganze Vorgang. Und viel passieren kann eigentlich auch nicht. Man muss halt ein paar Dinge beachten. Hier seht ihr jetzt gerade, wie ich die Daten von der eingebauten SSD mit Bordmitteln der Wiederherstellungspartition auf die externe kopiere. Wie gesagt, das dauert circa 20 Minuten plus minus 2, je nachdem. Und dann kann man das machen. Den gesamten Einbau zeige ich euch gleich im Zeitraffer, weil da wollte ich euch jetzt nicht langweilen. Das externe Gehäuse ist übrigens auch aus Aluminium, passt also sehr schick zum Mac. Man kann damit also auch eine gute Figur machen. Und am Ende der ganzen Prozedur hat man nämlich die ehemals eingebaute SSD in diesem externen Gehäuse und kann die dann natürlich als externe SSD weiterverwenden. Mit den mitgelieferten Schraubendrehern ist das überhaupt kein Problem, die winzigen Schrauben des Bodens vom MacBook Air zu entfernen. Trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr diese mini kleinen Gewinde nicht kaputt macht, sondern einfach vorsichtig rausdrehen, auf keinen Fall mit Gewalt, auch beim Zuschrauben nicht mit Gewalt arbeiten. Ganz vorsichtig wieder zudrehen. Und schon seht ihr das Ergebnis. Statt ehemals 250 GB sind jetzt 479 GB frei.